Und weiter geht es. Es ist Episode 16 angesagt, glaube ich. Oder hoffe ich. Genau. Und jetzt unterhalten wir uns doch mal mit Carol, was ich eigentlich für einen Weibernamen Ihr gehalten da, habe. ihr wollt doch nicht etwa zum Turm, oder? Ich habe nämlich strikte Befehle, niemanden durchzulassen. Ah ja, okay. Oh, ein grauer Wächter seid ihr. Beweist es. Ja? Oh, ein Siegel der grauen Wächter. Aha, ihr behauptet also, einer von denen zu sein. Wisst ihr, Dokumente habe ich auch. Sie sagen, ich bin die Königin von Antiva. Was sagt ihr dazu? Das klingt gefälscht, sagen wir so. Besiegt einige der dunklen Brut. Nur zu. Zeigt, wie ein aufrechter grauer Wächter sich verhält. Ich habe doch schon so viele von denen kaputt gemacht. Ach, was, Wortklauberei. Wie auch immer, ich danke für das Gespräch. Und jetzt geht weiter. Na los. Okay, machen wir. Sind wir noch erstmal nett? Wirklich? Denkt ihr, Granny würde sich freiwillig auf mich einlassen? Ah, bitte Moment. nicht. Ja, vermutlich wäre er das. Gutes Argument. Moment, ich mach Skype kurz aus. Muss man jetzt kurz mal machen. Also dann, man hört sich gleich. Und das war wieder mal der Beweis, wie nervig Skype sein kann. Manchmal bereue ich, dass ich Skype hab. Okay, Ja, ich weiß jetzt Er ruhig. gibt hier die Befehle. Und mit einem grauen Wächter würde er bestimmt fertig. Einem Ja. angeblichen grauen Wächter. Nun, Ja. soll ich euch dann jetzt Fuck you hinbringen? too. Ja, Logo. Dann kommt Was mal willst du mit. machen? Und ich meine, wenn ich so ein böser Kerl wäre, den einfach hätte töten wollen, dann wäre er jetzt ja tot, ne? Das Boot hätte ich auch einfach klauen können. Ich will immer zwei Mann auf Posten mit Sicht auf die Türen haben. Ohne meine Genehmigung wird keine Tür geöffnet, ist das klar? Jawohl, Sir. Und der Alte sagt, soll mit mir fertig werden. Die Türen sind verrammelt. Wollen Sie die Leute draußen halten oder drin? Jetzt heißt es warten und beten. Ich dachte, das heißt warten und Tee trinken. Aber was soll's? Andere Länder, andere Sitten. Also, Wer seid ihr? Carol hatte klare Anweisung, niemanden über den See zu bringen. Wir haben es hier mit einer heiklen Situation zu tun. Ihr müsst gehen, zu eurer eigenen Sicherheit. Ich ertrage kaum noch, dass die grauen Wächter nichts tun, außer Leute für den Kampf gegen die dunkle Brut zu rekrutieren, obgleich es ihr recht ist. Hier findet ihr keine Verbündeten. Die Templer können niemanden entbehren und die Magier sind indisponiert. Offen gestanden, der Turm ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Na, geht doch. Abscheulichkeiten und Dämonen machen die Hallen des Turms unsicher. Der Zirkel ist verloren. Der Turm ist gefallen. Ich habe Denerim benachrichtigt und um Verstärkung und das Recht der Auflösung gebeten. Das Recht der Auflösung, mal kurz zu sagen, das könnte ich jetzt extra nachfragen. Letztendlich heißt das, dass alle Magier in dem Turm einfach ausgelöscht werden. Die Magier sind vermutlich bereits tot. Alle verbliebenen Abscheulichkeiten müssen um jeden Preis beseitigt werden. Die Situation ist prekär. Es gibt keine Alternative. Alles im Turm muss zerstört werden, um ihn wieder sicher zu machen. Wenn das so ist, beschützt sie der Erbauer persönlich. Niemand kann diese monströsen Kreaturen überlebt haben. Es schmerzt zu sehr, auf Überlebende zu hoffen und dann nichts zu finden. Ich suche trotzdem Ich nach versichere Überlebenden. euch, eine Abscheulichkeit ist eine ernstzunehmende Macht. Und ihr werdet nicht nur auf eine treffen. Im Erfolgsfall würde ich euch viel schulden und sogar meine Templer auf eure Sache einschwören. Also gewinnen wir gleich doppelt. Wir Ohne bekommen nämlich Nachricht Templer aus und Denerim Magier. muss ich Das wäre doch entscheiden, super. was geschehen soll.
Die Zerstörung der dunklen Brut ist mit Sicherheit ein hehres Ziel. Gut, dann haben wir eine Abmachung. Ein Wort der Warnung. Sobald ihr diese Schwelle überschreitet, gibt es kein Zurück mehr. Die großen Türen müssen verbarrikadiert bleiben. Ich öffne sie erst, wenn ich Beweise dafür habe, dass es sicher ist. Ich glaube erst, dass es vorbei ist, wenn der erste Verzauberer vor mir steht und es mir sagt. Wenn Irving gefallen ist, dann ist der Zirkel verloren und muss zerstört werden. Andraste schenke euch ihren Mut, was immer ihr auch entscheidet. Tja, die Plotbequemlichkeit ist natürlich, dass Irving nicht tot ist. Noch nicht. Oh, meine Güte, warum laggt's? Wenn ich mich recht erinnere, war die Tür abschließen und den Schlüssel wegwerfen immer der Plan B der Templer. Schön, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Stattdessen speichere ich jetzt nochmal ab. Und, ich müsste mal was überlegen. Es müsste eigentlich irgendwo die Möglichkeit geben, mit irgendeinem der... Nein, das ist auch nicht richtig. Fähigkeiten, nein. Tagebuch? Da könnte es dabei sein. Nee. Wo sind diese Taktik-Dinger? Also das ist Charakterbogen. Sehr schön. Heldenhafte Erfolge? Oh, verstehe. Oh, damit kann man das HUD ausmachen mit V. Auch mal nett zu wissen, auch wenn man das eigentlich nicht machen sollte. Okay. NSD-Weltkarte, MSD-Karte. What the... Oh, und mit dem Bindestrich kann man seine Waffensets wechseln. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie man diese scheiß Taktik-Dinger macht. Wobei die gerade echt sinnvoll wären. Ah, da haben wir es ja, mit der Raute-Taste. Da geht das, das ist doch schön. So, Verhalten, das machen wir jetzt, wir wollen zwei Waffenstreich. Fähigkeit einsetzen. Aha, wenn Gegner von mindestens drei Gegnern umgeben, zwei Waffenstreich, okay. Mit Nahkampfangriff attackiert und fairer Kampf. Gegner beliebig unter die Gürtellinie. Zielbedingung selbst. Gesundheit. Gesundheit weniger als, sagen wir, 25%. Aktion. Gegenstand benutzen. Wundumschlag benutzen, Schwächsten. Oder? Ja. Würde ich so sagen, genau. Machen wir weiter mit Alistair. Ja, kein Wunder. Wenn die Gesundheit des Gegners über oder gleich 90%, das macht seinen Schildschlag, okay. Gegner, Ziel in Reichweite, in kurzer Entfernung, Aktion, Fähigkeit, was hat er da? Schildhammer. Okay, und dann, wenn selbst, Gesundheit, unter 50, und Umschlag benutzen. So, dann, was ist Leliana? Schneller Schuss. Verkrüppelnder Schuss und angreifen. Ach so, das heißt, Leliana müssten wir dann eigentlich erstmal einen Bogen geben. Ja, das wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir Leliana einen Bogen geben. Und was haben wir hier? Lebenskraftentzug. Nahkampfangriff attackiert. Schrecken, okay. Statt Geistschlag könnte man vielleicht, das ist nicht so wichtig. Also wenn Gesundheit unter 50 ist, wenn wir Schlag benutzen, den Schwächsten. Und ja. Das müsste jetzt eigentlich schon alles sein. Vorhin noch ein Speichern und Eigen 1, ja. Speichern wir doch mal.
Genau. Und dann geben wir jetzt noch Liliana ihren Bogen. Ach nee, die hat schon einen Bogen. Ist ja nett. Die kann halt nur noch nicht Major-Lens-Bogen benutzen. Gut, dann bewegen wir uns weiter. Okay, Cutscene. Und zu sind die Türen und gehen so schnell nicht mehr auf. Er hat sich jetzt gerade gedacht, was sind denn das für verrückte Idioten? Und Blut, oh yeah. Blut, überall Blut. Und kein Lebenszeichen und nichts, was man looten kann. Wie langweilig. Ah ne, dann muss es was geben. Hier sind auch immer so Waschtische und so ein Scheiß. Und Dreckhaufen. Yeah. Ne, den esse ich nicht. Der war in einem Dreckhaufen. Ah, Geld. Geld ist gut. Und noch mehr Leichen und Blut und Tod und... Loot! Loot! Eine Truhe. Schwacher Lyriumtrank. Den nehmen wir doch mit. Oh, das laggt. Ein Dreckhaufen. Und hier kriegen wir die Gürtelschnalle der Winde. Ja gut, was haben wir da? Ne, den behalten wir. Zerstören. Und hier mit der Gürtelschnalle der Winde. Okay. Dann bewegen wir uns weiter und kommen damit wieder in eine neue Cutscene. Freut euch. Bleibt stehen. Noch ein Schritt. Und ich schwöre, ich werde euch erschlagen, wo ihr steht. Wow. Ich bin Rin, Magierin des Zirkels, und diese Kinder stehen unter meinem Schutz. Wer seid ihr und wie lautet euer Begehr? Haben die Templer die Türen geöffnet? Sprecht rasch, ich dulde keine Spielchen. Ja, gut, ich bin nur ein Grauwächter. Und vermutlich wurde euch gesagt, dass der Zirkel zu dieser Hilfe derzeit nicht in der Lage ist. Warum haben euch die Templer dann reingelassen? Wollen sie jetzt den Turm angreifen? Noch nicht. Aber sie haben es beantragt. Das hatte ich befürchtet. Was hätten sie sonst auch tun können? Gregor glaubt demnach, dass für den Zirkel keine Hoffnung mehr besteht. Vermutlich denkt er, wir wären bereits alle tot. Sie haben uns unserem Schicksal überlassen. Aber selbst eingesperrt in der Falle haben wir überlebt. Wenn sie allerdings das Recht umsetzen, werden wir uns nicht mehr behaupten können. Das ist doch auch schön. Wenn ihr hier seid, um Abscheulichkeiten zu erschlagen, so lasst mich euch helfen. Ich habe eine Barriere zum Rest des Turms errichtet, damit nichts von innen die Kinder angreifen kann. Solange die Barriere besteht, könnt ihr den Turm nicht betreten. Aber wenn ihr mit mir gemeinsam den Zirkel rettet, werde ich sie bannen. Also haben wir jetzt die Wahl, gegen Rin kämpfen und sie töten oder sie mitnehmen. Sobald Gregor sieht, dass wir den Turm gesichert haben, wird er seine Männer bestimmt zurückrufen. Er ist durchaus vernünftig. Ja. Dann ist unser Weg klar. Wir müssen Irving retten. Oh, guckt euch mal das Gesicht an. Ich bitte dich. Was ist denn das für eine Textur? Oh Gott. Petra und Kinnan bleiben bei ihnen. Wenn wir alle Monstren erschlagen, denen wir unterwegs begegnen, kommt keines zu den Kindern durch. Okay, dann machen wir das doch so. Wir sollen dieser salbadernden Lehrerin helfen, diese jämmerlichen Hilfsmagier zu retten? Ja, weil wir sie brauchen. Wie oft denn noch? Sie haben sich ohne Verstand zusammentreiben lassen, wie Vieh. Und wenn ihre Herren jetzt beschlossen haben, dass sie reif zum Schlachten sind, wüsste ich nicht, warum wir das verhindern sollten. Du hast wieder mal alles missverstanden. Seht doch nur, wie diese Speichellecker der Kirche leben. Ihnen fehlt jeder Respekt vor sich selbst und ihrer Macht. Warum sollte ich sie dann respektieren? Ja. Wie ihr meint.
Petra, Kinnan, kümmert euch um die anderen. Ich bin bald wieder zurück. Wynn, seid ihr dazu auch in der Lage? Ihr seid bereits schwer verwundet. Vielleicht sollte ich mitkommen. Nein, du und deine hässliche Stimme bleiben hier. Schutz dringender. Ich schaffe das schon. Bleibt hier bei ihnen. Sorgt für Sicherheit und Ruhe. Gut. Wenn ihr bereit seid, bereiten wir dem jetzt ein Ende. Sehr schön. Das heißt, Wynn muss ich jetzt mitnehmen. Sie habe ich jetzt auch für immer in der Gruppe. Wer wäre dann sinnvoll? Morrigan wäre zwar gut, aber nicht super gut. Also ich selbstverständlich. Ich kann ja mich nicht abwählen. Den Hund könnte ich mal mitnehmen. Den habe ich noch nie im Zirkel der Magier dabei gehabt. Und Liliana oder Stan, würde ich sagen. Oder Alistair. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwas in der Richtung wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ich würde mal sagen, ich nehme... ich bin mir so unsicher. Liliana, Stan... Wow, sie ist schon Level 8. Nett. Ich glaube, dann nehme ich Stan mit. Ja. Annehmen. Wow, der Typ ist echt groß. Vielleicht habe ich ja noch einen Helm für ihn. Ja, nur so eine komische Lederkappe, aber ich denke mal, die tut's im Notfall auch. Kettenrüstung, Graueisen und Graueisen. Wie geil. Zweimal dasselbe. Nietenbesetzte Lederstiefel sind vermutlich nicht so wirklich mit seinem vergleichbar. Ach genau, ich könnte mir selbst noch so eine Lederkappe mal aufsetzen. Nicht, dass die jetzt unbedingt viel Unterschied macht, aber sieht doch ganz cool aus. Wem mache ich was vor? Das sieht scheiße aus. Egal. Dafür habe ich jetzt Rüstung. Ach ja, und was hat Stan eigentlich? Einfach, was ihr okay, wollt. Der hat schon ein paar Attacken. Ja, ich weiß, wie Taktiken funktionieren. Also, kommt mit und oh, der Hund kann aufsteigen. Das freut mich sehr. Sogar zwei Level. Cool. Also Stärke. Zwei Positionen. Noch was auf Stärke. Weiter. Oh ja, zerfetzen. Das kriegt er. Spielen. Ich freue mich über Zerfetzen. Da sind wir. Ich bin beinahe selbst überrascht, dass ich sie so lange aufrecht erhalten konnte. Ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Manchmal war ich sehr erschöpft, aber ich musste stark bleiben, um uns schützen zu können. Seid auf alles vorbereitet. Ich weiß nicht, was für Bestien hinter der Barriere lauern. Seid ihr bereit? Yep. Also gut. Alle auf Posten. Weil diese Barriere transparent ist, kann man ja hindurch gucken und sehen, dass hinter noch nichts lauert. Was jetzt auch noch wichtig ist, Wynn ist nämlich eine Geistheilerin, das heißt, die kann uns in der Sicht ein bisschen weiterhelfen. Ich schau mal das kurz an. Oh, Herakles ist das. Also Gegner, Gesundheit, 50, Aktion, Fähigkeit einsetzen, zerfetzen. Selbst Gesundheit unter 50 und Ziel benutzt Gegner Fähigkeit benutzen und Sturm. Sehr schön. Dann wollen wir noch Stan vielleicht was geben, wenn er selbst so wenig Gesundheit hat. Hoppala. Scheiße. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das hier war. Fähigkeit einsetzen, was, Knaufschlag? Egal, machen wir einfach. Gegenstand benutzen, nee, hier, Wunderschlag schwächsten. Oder was gab es hier für Modi? Machen wir das. Nehmen wir Modus aktivieren, unbezwingbar, sowas. Genau. Und jetzt natürlich noch das reinspeichern. Und jetzt fehlt noch Wynn. Holy shit. Okay, ich glaube, es passt aber bei ihr eigentlich alles. Das heißt, dann bewegen wir uns.
Und hier, meine Lieben, seht ihr zum ersten Mal eine Abscheulichkeit. Abscheulichkeit der Bonus. Oh. Blöde ist, wenn die Dinger sterben, explodieren sie in einer fetten Flammenkugel. Genau das meine ich. Also, wenn man sie getötet hat, hat man genügend Zeit, um wegzukommen. Und, ah, hier gibt es so viele unnütze Sachen in diesem Turm. Hey, das ist doch auch nicht... Nee, das ist... Ah, das ist ein toter Templer. Verstehe. Habe ich nur zuerst nicht erkannt. Leichen eines Soldaten. Oh ja, Wundumschläge. Die sind sinnvoll. Den können wir uns auch noch nehmen, den Dolch. Looten wir einfach alles, was es hier gibt. Da wird wieder nur ein leeres Pergament drin sein, das kann ich jetzt schon sagen. Ah ne, private Dokumente. Nicht, dass uns die irgendwas angingen, aber... Oder uns interessieren würden, aber wir nehmen sie trotzdem mit. Oh, Dämon. Attacke! Mann, der hat ja echt nichts ausgehalten. Also im Nachhinein würde ich sagen, es sieht so aus, als wäre es durchaus leichter, als ich dachte, hier der Turm. Aber ich will noch nicht zu viel sagen, weil den schwersten Teil haben wir noch nicht gesehen. Weg davon, weg davon, weg davon, weg davon. Stan, du hörst einfach nie zu, wenn man dir was sagt. Und was liegt hier am Boden? Lumpen! Nein, ich nehme keine Papierfetzen mit. Bullos, oh, sehr schön. Zerlegen wir die Bullos. Die Wulst. Die Wulst der Bullos. Was haben wir da? Verletzungsausrüstung, Schüleramulett, Flammenrune des Novizen. Sorry, aber sowas ist wichtig. Da können wir die privaten Dokumente dann doch zerstören. Die sind einfach unwichtig. Das hingegen kann man durchaus brauchen. Oh, ich liebe Wundumschläge. Okay. Ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt schon einige Zeit vergeudet haben. Ich werde jetzt aus diesem Grund mal kurz unterbrechen, um nachzusehen, wie viel es ist. Und danach schauen wir mal, ob ich weiter aufnehme oder nicht. Möglicherweise das Ende der Episode. Wir sehen uns bis gleich. Yep, definitiv das Ende. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Episode.